geht es euch? Endlich mal gute Neuigkeiten aus Quest. Willkommen zurück, meine Freunde, zu einem weiteren Oblivion-Mod. Es ist mal wieder an der Zeit. Antichamber haben wir zu Ende gebracht. Und vielleicht werden einige von euch schon erkennen, was wir spielen werden anhand der Stadt, in der wir uns gerade befinden. Und zwar ist es Adash, Stadt der Magie. Ich hatte eine kleine Umfrage vor kurzem gemacht, auf Twitter, Facebook und auf dem Kanal hier auch gepostet, im Feed. Und das ist sehr knapp ausgegangen, wie ihr sehen könnt, zwischen Adash, Stadt der Magie und Falskar. Aber da es eben so knapp war, werde ich Falskar für Skyrim einfach als nächstes machen. Und für heute und als nächstes wird es jetzt Adash sein. Ich weiß nicht genau, was die Inhalte sind von diesem Story-Mod. Soll angeblich auf jeden Fall sehr cool gemacht sein. Und es gibt 3 Kapitel davon, also Adash Kapitel 1, 2, 3. Ich habe nachgeschaut, wie lang die Spielzeit davon sein soll, konnte aber nichts Explizites dazu finden, außer Kapitel 1 bis 3, mehrere Stunden Spielspaß. Also, auf jeden Fall nichts Halbstündiges oder so, sondern mehrere Stunden, meine Freunde. Ich bin echt gespannt, was das sein wird, weil viele gut darüber geredet haben. Ansonsten, wie ihr vielleicht schon sehen konntet, in Korol geht es los, und zwar in der Magiergilde. Ich habe auch noch niemanden angesprochen oder so, ich hatte nur überprüft, ob es hier tatsächlich dann mit dem Mod starten kann. Diesmal gibt es keine Stadt, die wir am Anfang besuchen müssen oder uns anschauen werden, da alles gleich geblieben ist, bis zu diesem Punkt jedenfalls. Wie sie alle wieder reden! Und ich habe übrigens auch einen Mod installiert, der das Bogenschießen, Archery, ein bisschen rebalanced, also womit der Schaden vom Bogen, glaube ich, einfach ein bisschen erhöht wird und dann wird es vielleicht gleich ein bisschen besser laufen wie zuvor. Weil das war ja nicht mehr normal, dass ich für einen Goblin irgendwie 30 Schüsse gebraucht habe. Da gingen die Kämpfe einfach ewig. So, dieser Kerl soll hier neu sein. Ruhe da hinten! Ich will hier mich in Ruhe unterhalten. Wiedersehen. Guten Tag, Mandras Arte. Seid gegrüßt. Das Orakel hatte also mal wieder recht. Wie hätte es auch anders sein können? Deine Augen, du Echse? Fragezeichen? Orakel, von was redest du? Gibt es vielleicht eine Prophezeiung? Das Orakel von Mandakar. Das Orakel der Arkan-Bruderschaft von Adash. Seit Jahrhunderten liest das Orakel aus der Flammenwand von Anur. Und so wurde auch euer Kommen vorhergesagt. Und ja, ich spüre eine besondere Kraft durch eure Adern fließen. Die Magie ist stark in euch, mein Freund. Oh, Adash, was könnte das sein? Erzähle mir mehr. Adash ist die Stadt der Magie, weit im Westen, jenseits der Grenzen von Cyrodiil und Tamriel. Eine freie Stadt unter dem Banner der Arkan-Bruderschaft. Ich kann euch dorthin bringen, wenn ihr das wünscht. Wirklich? Einfach so? Okay, leg los, mein Freund. Magie macht jeden Weg zu einem kurzen Weg, mein Freund. Wollt ihr nun nach Adash reisen? Yo, wir sind bereit. Sehr gut, mein Freund. Behaltet die Ruhe und schließt die Augen. Es wird nicht lange dauern. Seid gegrüßt. Verzeiht mir bitte, dass ich euch hierher bringen musste. Aber hinter den Wällen der Stadt Adash ist es nicht mehr sicher für mich. Als ich gehört hatte, dass das Orakel euer Kommen nach Adash aus der Flammenwand von Anur lesen konnte, musste ich in eure Reise eingreifen. Vergebt mir, aber es gab keine andere Möglichkeit für mich, mit euch in Kontakt zu treten. Jesus, hast du mich erschrocken! Der Typ gerade eben, das Orakel, nee, das war nicht das Orakel, dieser Echsenmann, hat mir gesagt, ich soll die Augen schließen, dann habe ich das gemacht und plötzlich sprichst du mich an. Mann, oh Mann, konntest du nicht irgendwie vielleicht mal klopfen oder so an die Steinwand? Wer seid ihr überhaupt? Wie unhöflich von mir, wie konnte ich das nur vergessen? Mein Name ist Andamel, Erzmagister des Weißen Zirkels von Adash und einst sogar Mitglied im Rat der Arkanen Bruderschaft. Doch das ist lange her, bevor ich die Stadt verlassen musste und mich verstecken musste. Oh. Wird da jemand verfolgt? Was hast du ausgefressen? Wo bin ich hier? Wir sind hier an einem Ort mit langer und bedeutender Geschichte. Einst vor vielen Jahrhunderten von einer kleinen Gruppe Eiliden erbaut.
Später eine Festung für das Königreich Adash und nach dem Ende der Monarchie noch viele Jahre ein Versammlungsort meines Zirkels. Doch auch diese Zeiten sind lange vorbei. In einem kurzen Krieg der Zirkel wurde die Festung geschleift und für lange Zeit vergessen. Und heute sind es nur noch ein paar Ruinen unter der Erde. Und einer der wenigen Orte, an denen mein Leben noch sicher ist. Und was wollt ihr nun von mir? Ach ja, dazu habe ich ja noch nichts gesagt. Habt ihr das gehört? Nope. Ich spüre, dass ich hier nicht mehr sicher bin. Oh, Jesus. Ich... What? What the fuck is this? Oh, warum müssen meine Flächenzauber mit Sana? Ich habe keine Flächenzauber. Oh, Jesus. Habe ich überhaupt irgendeine Nahkampfwaffe? Ich mache nämlich, glaube ich, im Nahkampf sowas von null Schaden. Oh, ich habe noch... Ich wusste gar nicht mehr, ob ich das noch irgendwie hier aufgeräumt hatte. Probieren wir mal den hier einfach. Ich fetz euch alle nieder. Ich töte euch mit von hinten. Kalrix, was sind diese Kalrix? Oh Gott, warum sind ja so viele? Gibt es hier irgendwas zum Einsammeln oder sowas? Schwertkampffähigkeit verbessert. Wir pushen jetzt einfach Schwertkampf, meine Freunde, im Let's Play. Was soll's? Der Typ schreit wie eine Frau. In Nerim spiele ich eine Frau und die schreit wie ein Mann und in Oblivion spiele ich einen Kerl, der schreit wie eine Frau. Oh, ich glaube, es wird langsam Zeit für einen Trank. Ich habe ja im Let's Play gar nicht meine Klingenfähigkeit irgendwie trainiert. Ich glaube, es wird langsam mal Zeit. Vielleicht werde ich das auch irgendwann mal im Stream machen oder so, keine Ahnung. Aber wir brauchen einfach irgendwelche brauchbaren Nahkampfwaffen. Weil schlauerweise, Ironieende, haben Leute mir schon empfohlen immer wieder, ach Stone, geh doch mal endlich auf Klingenwaffen oder, nicht auf Klingenwaffen, sondern zieh mal dein Schwert, wenn du im Nahkampf bist, wenn du im Nahkampf gezwungen wirst. Das wurde mir sehr, sehr oft empfohlen. Nimm dein Schwert, Stone, nimm dein Schwert, nimm unbedingt dein Schwert. Was macht ihr denn hier? Sah aus wie so ein kleines Theater. Schwertkampffähigkeit verbessert. Ich weiß gerade aktuell gar nicht. Auf 39. Das ist ja doof, nicht mal auf Geselle. Oh Gott, das wird langsam knapp. Leichte Rüstung 70. Ich habe keine Ahnung, wie viel ich auf leichte und schwere Rüstung habe. Schwere Rüstung 10. Ich weiß gar nicht. Ach so, wegen dem Schild, genau. So. Achso, was zum Teufel mache ich hier gerade? Ich will eigentlich nur die Heiltränke schlucken. Ja! So, jetzt aber. Habt ihr irgendwas? Nope, alles klar. Könnte ich an euch ein bisschen Schwertkampf trainieren. Aber was ich eigentlich sagen wollte, mir wird ja immer wieder empfohlen, geh mal auf die Nahkampfwaffe. Aber das bringt mir ja nichts. Ihr seht ja, wie niedrig mein Skill ist. Ich mache so wenig Schaden, da bin ich bei jedem größeren Feind schon dreimal tot. Das waren jetzt nur so kleine Viecher. Kalrix. Warte, das ist ein neues Model, oder? Lasst uns mal dieses neue Monster anschauen, was mit dem Mod hinzugekommen ist. Irgendwelche Insekten oder so. Sieht aber sehr hübsch gemodelt aus, muss ich ehrlich gesagt sagen. Gab's die Viecher schon bei Oblivion? Nee, oder? Ich habe so lange nicht mehr das originale Oblivion gezockt. Okay, dann würde ich aber sagen... was habe ich denn hier alles für... Schwere Wunden heilen. Puh. 24 Schaden. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht mehr hier. Ah, das hat aber ist nicht mehr aufgeladen. Wisst ihr was? Ich glaube, ich nehme zuerst mal ein bisschen Bogen des Pegasus. Während der Bogen hier nicht aufgeladen ist, bringt mir dieser Bogen einfach mehr. Und wieso nicht? Haben wir gerade vom letzten Mod. Das wird uns jetzt weiterhin begleiten. Wir können mal versuchen, so ein paar Schleichskills zu machen. Yeah, Sucker! Du bist doch tot. Wieso bin ich immer noch entdeckt? Schade.
Ach, ich hätte noch die anderen Pfeile von den Typen looten können. Aber schade, dass ich hier nicht durch dieses Gitter schießen kann. Alle nach... Oh, Jesus! Breakdance, Käfer! Was geht ab? Oh. Beatbox, Bro! Was ist hier los? Jesus! Sie alle bleiben irgendwie so im Boden. Oh, der war noch gar nicht tot. Ah, geht weg. Oh, lass mich mal hier raus. Lass mich raus. Ah, geht doch. So eingesperrt in dem Gang da unten, das bringt mir gar nichts. Gott, habe ich wenig Heiltränke. Habe ich die irgendwie alle gelagert oder wo sind die hin? Hä, mein Charakter lässt automatisch den Pfeil los. Oh Gott, was ist das für ein Bug? Ah, jetzt ist er weg. Ich habe gerade eben immer wieder automatisch den Pfeil irgendwie neu angelegt. Gottes Willen! Ich habe nicht mehr so viele Heilungstränke. Oh, haben die Adash diesen Stadt der Magie-Dingens-Mod? Oh, damn! Warte, die Großen mache ich mal mit den Pfeilen und die Kleinen versuche ich... Hau ab! Die Kleinen versuche ich gleich mal mit dem Schwert zu bearbeiten. Puh, ey. Das ist bestimmt auch wieder so eine Mod, wo gesagt wurde, hey, wir machen das herausfordernd für euch. Ah, lol. Für Leute, die Oblivion schon geschafft haben, die können sich dann Adash reinziehen und versuchen, hier nach den ganzen Daedra und Oblivion-Toren eine neue Herausforderung zu genießen. Oh, man. Noch irgendwas? Really? Oh, da ist es, da ist es. Oh, Jesus. Wo warst du und wo kommst du her, Mann? Gott, hat das Looten gerade eben ewig gedauert. Jeden einzelnen Spinnenkörper, ich habe in... Oder Käferkörper. Ich habe in jedes von den Viechern 2 bis 5 Pfeile versenkt. Boah. Ja, wenn das so weitergeht, na dann gut Nacht. Also ohne Witz. Vielleicht sollte ich die einfach überspringen, wisst ihr was? Ist doch egal. Ich krieg keinen Skill mehr im Bogenschießen oder so etwas und ich will nicht meine ganzen Aufladungen mit dem Schwert irgendwie für die kleinen Käferchen verbrauchen. So. Oh mein Gott, wo sind wir hier bloß gelandet? Könnt ihr eigentlich hier genug sehen? Weil bei mir ist es hier wieder alles super hell. Aber ich habe gerade hier einen regnerischen Tag und dann sieht man allgemein ein bisschen mehr, wenn es im Zimmer dunkel ist. So, ich habe einfach mal 5-mal nach rechts geklickt. Helligkeit war Gamma. Ich war irgendwie total verwirrt. Jetzt ist es einen kleinen Ticken heller. Ich weiß gar nicht, ob es überhaupt irgendeinen Unterschied gemacht hat. Ich sehe keinen Unterschied, ehrlich gesagt. So. Der Bogen sieht übrigens cool aus. Lass mich hier raus! Ich will das nicht mehr! Diese dreckigen Käfer! Hi! Dunkle Zeiten stehen uns bevor, mein Freund. Leider haben wir noch viel weniger Zeit, als ich erhofft hatte. Warte mal, du bist Andamel? Bist du nicht der Kerl, der mich gerade eben unten angesprochen hat? Du siehst ja ganz anders aus. Oder liegt das nur daran, dass es da unten so dunkel war in dem Raum? Was ist hier los? Was hier los ist? Der Feind, vor dem ich mich all die Jahre versteckt habe, hat meine Spur entdeckt und ist mir nun auf den Fersen. Ich habe nicht die Zeit, um euch alles zu erklären. Aber lasst mich euch sagen, dass euer Schicksal noch nicht vorbestimmt ist. Ich muss mich nun an einen anderen Ort begeben. Verzeiht mir. Folgt diesem Gang nach oben und folgt dem Weg. Er wird euch in ein Dorf führen. Dort wird euer langer Weg beginnen. Lebt wohl. Wir werden uns hoffentlich bald wiedersehen, mein Freund. Garantiert. Okay. Mein Freund, du brennst ganz schön lange, bis du verschwindest, ehrlich gesagt. Das erste Echsenvieh irgendwas, dieser Botschafter, den wir getroffen haben. Ich muss sagen... Von der Mikrofonqualität und so vom Sprecher her war der akzeptabel, aber nicht so das Gelbe vom Ei. Aber dieser Sprecher hier, den wir hier haben, der uns unten begegnet ist und hier gerade eben nochmal, der ist also
erstens als Synchronsprecher richtig gut. Also ich bin gespannt, noch mehr von ihm zu hören. Und aber vor allem die Qualität vom Mikrofon. Wow, kein Rauschen, hört sich richtig professionell an. Gefällt mir total. Oh, ich sehe es schon kommen. Ich werde irgendwann mal im Stream meinen Bogenschützen etwas Powergamen müssen. Wir haben ja gesehen, irgendwie knack ich die ganzen Viecher hier. Aber es dauert! Ich würde ja eigentlich die Kämpfe beschleunigen oder sowas. Ich weiß nicht, ob ihr die ganzen Kämpfe überhaupt sehen wollt. Aber na gut, das ist egal. Namadash. Kümmern wir uns lieber um den Content von diesem Mod? Dunkle Mächte ziehen wie Wolken übers Land. Meine jahrelange Flucht vor den Klauen des Schwarzen Zirkels scheint nun ein Ende zu finden. Geboren weit im Osten, von unbekannten Eltern, zieht ein Fremder durch die Namadash. Auf alten Pfaden wird er wandeln, unter einem Banner einen und sich den Flammen stellen. So las es zumindest das Orakel aus der Flammenwand von Anur. Flammenwand von Anur. Oh, damn. Hat gerade eben über uns erzählt. Vorhin wurde ja gesagt, Adash, das Reich. Gott, sieht das hier geil aus. Ich muss einfach hier kurz so stehen bleiben. Vorhin hat er noch kurz gesagt, das Reich Adash wäre ganz weit im Westen. Und er hat gerade eben gemeint, dass jemand aus dem Osten kommen würde. Weit aus dem Osten. Das wären wohl wir. Wie das Orakel es prophezeit hat. Oh, schön dichtes Gras, der Weg. Irgendwas gefällt mir hier richtig gut. Ich kann nicht genau sagen, was es ist. Wahrscheinlich auch die überdimensionalen Pilze da oben. Erinnert mich so ein bisschen an Morrowind. Und ich bin sowieso mega der Fan von dichtem Gras. So schön. Ich folge einfach mal dem Weg hier bis zum Haus mit dem schönen Wasserfall hinten dran. Oh. Wen haben wir da? Guten Tag. Ihr müsst der sein, den mein Meister zu finden versuchte. Und wer bist du? Mein Name ist Enna. Ich bin seit vielen Jahren der persönliche Adjutant von Meister Andamel und begleite ihn seit seiner Flucht aus Adash. So direkt zu begleiten scheinst du ihn ja nicht. Oder er ist gerade unsichtbar neben dir. Ich sollte im Dorf Vorräte für die weitere Reise kaufen, als plötzlich diese widerlichen Kreaturen aus allen Ecken krochen und angriffen. Diese Viecher waren plötzlich überall. Das kann kein gutes Zeichen sein. Also wollte ich zu meinem Meister eilen, um nach ihm zu sehen. Aber? Der Weg zum Dorf wurde auf magische Weise hinter mir versiegelt. Aber unser einziger Fluchtweg führt dorthin durch. Wir müssen uns also einen anderen Weg suchen. Mit etwas Glück finden wir den alten Portstein in den Ruinen. Aber lasst mich euch erst eine Frage stellen. Wo ist mein Meister? Was ist mit ihm passiert? Er ist bei einem Angriff gestorben. Warum zur Hölle sollte ich den Kerl anlügen? Ich habe doch gar keinen Grund dazu. Er rettete sich an einen anderen Ort. Oh, warte mal. Außer der Typ ist gar nicht der Lehrling. Boah, vielleicht jagt er den Meister gerade. Oh, damn. Ich meine, falls der Meister dann doch am Leben ist, dann wird der Typ froh sein. Aber falls der Kerl irgendwie, ne, hinter dem her ist, vielleicht sollten wir ihn lieber anlügen. Wer weiß. Ich denke, wir haben nichts zu verlieren, wenn wir ihn einfach anlügen. Er ist beim Angriff gestorben. Er ist tot. Das kann ich nicht glauben. Nach all den Jahren. Aber wenn ihr es sagt, ihr habt doch keinen Grund, mich zu belügen. Wir sollten uns jetzt besser auf den Weg machen. Ihr habt doch keinen Grund, mich zu belügen, oder? Nein. Ich meine, der hat schon so eine Weichei-Stimme, deswegen würde ich schon denken, okay, passt zu einem Lehrling. Aber you never know, ja? In der Welt der Magie kann der unscheinbarste Typ ein Drecksack sein. Oh, okay. Schau mal, Enna. Die haben hier eine Wand hingepflastert und einfach eine Tür drauf gemalt, aber kann man ja gar nicht öffnen. Guck mal, wie platt die ist. Ist nur aufgemalt, der Türgriff da. Gut, also ich nehme an, wir sollen dann einfach dem Weg folgen. Schauen wir uns kurz mal den... Oh, unsichtbare Wand. Ach Mann, wie blöd. Ich wollte mir eigentlich den Wasserfall so ein bisschen von näher anschauen. Der sieht nämlich cool aus. Oh. Hoppala.
Der alte Portstein ist ganz unten in der großen Kammer. Gehen wir. Sonst nichts? Na gut. Ich dachte mir, vielleicht willst du mir ein bisschen mehr von dir erzählen. I don't know. Oh. Falls ich übrigens diese Aufnahme ab und zu größere Gesprächspausen habe, dann liegt das daran, dass ich zum ersten Mal in meiner gesamten Let's Player-Geschichte, Moment, um 11 Uhr angefangen habe aufzunehmen. 11 Uhr morgens, versteht sich, nicht abends. Ich habe, glaube ich, noch nie vormittags aufgenommen und wenn, dann um 12 oder 1, aber noch nie so früh. Ja gut, das ist nicht wirklich früh. Aber wenn ich kein Auto haben will, muss ich um 5 anfangen aufzunehmen. Und jetzt? Ich renne zwar dagegen, aber hier passiert nichts. Willst du mir was sagen? Der alte Port... Springen? Vielleicht ist es Antichamber. Muss ich hier rückwärts reinlaufen? Oh, damn. Wow, okay. Oh, da ist ja noch mehr. Oh mein Gott. Holy Jesus. Okay, diese kleine Map sagt mir jetzt gerade absolut nichts. Wow, ist die Map groß. Boah, okay, ich habe jetzt nicht darauf geachtet, wie schnell wir uns jetzt hier über die Wege bewegen. Also keine Ahnung, wie sehr das hier raus oder reingezoomt ist, die Karte. Aber, wuhu, da gibt es ja wirklich Haufen Zeug zu entdecken. Aber ich wollte eigentlich kurz beim Prolog gucken, was denn so jetzt gesagt wird. Auf dem Weg zum Dorf kam ihr Enna, der persönliche Adjutant, an Darmels entgegen. Offenbar wurden die Ruinen und das Dorf zugleich angegriffen. Der einzige Weg nach Adash ist nun ein magischer Portstein tief unten in den Ruinen, aus denen ich gerade erst geflohen bin. Ah, Enna schloss sich mir für diesen Weg an. Ich bin ja schlau. Weil er sagte, aus den Ruinen, und das habe ich auch gehört, aber ich war mir nicht sicher, aus welchen Ruinen, also ob aus denen wir kommen, das habe ich ehrlich gesagt eigentlich eher nicht gedacht, oder ob er halt andere Ruinen gemeint hat. Aber ehrlich gesagt war ich auch ein bisschen damit beschäftigt, herauszufinden, ob er vielleicht ein Verräter sein könnte. Verräter! So schön ist das hier. Bist du da? Jawohl. Ich würde kurz mal hier gucken wollen, weil hier haben wir noch einen Alternativweg, aber nope, hier gibt es nichts. Gut. Dann gehen wir mal wieder rein. Du darfst mir die ganzen Käfer vom Leib halten. Weil ich mit meinem Bogen, ich reiß ja mal sowas von gar nichts mehr. Und ich muss einfach kurz meine Zauber kurz ein bisschen hier umdisponieren. Und zwar, mein Freund, Gott, habe ich wenige Zauber. Ich bin jetzt die ganze Zeit Sanaa von Nerim gewohnt gewesen. Aber ich will die Infravision, die wir wahrscheinlich eh nicht so wirklich benutzen werden, auf die 8 legen und mit der Fackel tauschen, damit ich leichter an die Fackeln komme. Gott, ist es jetzt plötzlich hell in der Höhle? Kommt das alles von seiner Fackel? Nee, oder? Die Helligkeit habe ich ja nicht wirklich hochgeschraubt, nur von 50 auf 55. 10%, ein Ticken heller. Oh. Ich spüre eine dunkle Macht hinter diesen Toren. Ich weiß nicht, was es ist, aber wir sollten unbedingt vorsichtig sein. Okay, Anna, ich bin immer vorsichtig. Ja, das glaube ich euch, mein Freund. Aber hinter diesen Toren lauert eine sehr, sehr alte Macht. Wir sollten weitergehen. Okay. Das ist ja ermutigend. Willst du nicht vielleicht vorgehen? Ich denke, du kennst dich hier aus. Du weißt doch, wo dieser Siegelstein ist. Aber wann war es schon mal so, dass man auch tatsächlich in Oblivion vorgelaufen ist? Das war, also allgemein oder überhaupt in irgendeinem Spiel, dass es so war, dass der Begleiter vorgelaufen ist, außer natürlich bei Escort-Quests. Ah, Mist, jetzt sind die Viecher wieder da. Ey, wo ist der? Achso, der ist da. Zeig mal, was du kannst. Oh, der hat einen Dedra, schreit Kolben. Ah, okay, der kann auch ein bisschen was reißen. Das geht ja sogar noch. Oh, ich muss echt mal gucken. Warte mal. Ich habe den Zauber Verteidigen drin. Was bringt der überhaupt? Ich weiß gar nicht, was für Zauber ich hier überhaupt alles drin habe. Und
Schild 15%. Hey, das geht ja sogar noch. Das könnte ich sogar verwenden. Ich gucke gerade übrigens nach, weil ich mir überlege, die Waffen hier gerade in meine Slots zu ziehen. So, jetzt müsste es wieder passen. Ich habe die leichte Heilung rausgenommen, weil die heilt mich sowieso so gut wie gar nichts. Jetzt hast du zwar schon alles übernommen, aber das ist okay. Ich bin froh, dass ich keine Pfeile oder sonst was verbrauchen musste. Da in dem unteren Raum, da gab es ja nur diese eine Schale mittendrin, also die... Dieser... Was? Again? Was? Was redest du? Irgendwas mit... Ich habe dich nicht verstanden. Anna und ich haben die Kammer mit dem alten Portstein erreicht. Wir müssen uns aber erst um diese Kreaturen kümmern, bevor Anna uns nach Adar springen kann. Okay. Spam, spam. Jesus Christ. Los, kommt hierher zu mir. Nur noch ein kurzer Moment und wir sind hier raus. Yay! Fange ich jetzt auch an zu brennen? Wie dein Meister beim Teleportieren? Oh je. Oh. WTF? Hört ihr mich? Könnt ihr mich hören? Hört ihr mich? Ich weiß nicht, was passiert ist. Ich weiß auch nicht, wo ich hier bin. Es ist alles so dunkel. Ich kann nichts sehen. Ich höre Schreie, fürchterliche Schreie. Ich weiß nicht, wo ihr genau seid. Aber ich spüre eure Präsenz nicht weit von hier. Helft mir! Helft mir! Helft mir bitte! Ich glaube, ich bin in einer Zelle.